Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Varus Edition 3, aber dumm. Der Countdown zum Ende beginnt. In dieser Folge wird bereits das Determination Battle in Dämlich stattfinden. Aber vorher fehlt uns noch ein Kapitel, worum wir uns direkt kümmern. Einheit 15. Noch einer. Zwei Mythen über Aeon-Pokémon greifen uns an. Eine rote Nase bedeckte sie zunächst mit Hydropi. Ich wollte mich gerade ins Schlachtfeld stürzen, als mir einfiel, wie Gunther es geplant hatte. Ich durfte nur anderen beim Kampf zusehen. An diesem Punkt fühlte ich mich motiviert. Ein Drang, der mich dazu brachte, mich auf das Schlachtfeld zu stellen. Aber ich will nicht gegen Gunthers Plan verstoßen. Vor allem als er sah, dass er die Wahrheit sagte. Diese beiden Drachen nutzten nur ihren spirituellen Angriff, was Eevee gut macht. Was mir das größte Unbehagen bereiten wird. Wenn ich in diesen Kampf gelange, hätte ich keine Überlebenschance. Gunther selber tat dasselbe, was mich in der ersten Generation sehr wütend machte. Er stand am Rande und sah, was passierte. Obwohl er der mächtigste von uns allen galt, verspürte er nicht das Bedürfnis, alleine zu sein. Aus diesem Grund wusste ich, durch die Anleitung, die er meine Freunde anrief, dass er dem Kampf von überall her große Aufmerksamkeit schenkte. Der Kampf schien intensiver als der Kampf gegen Hydropi. Jeder, der in irgendeiner Weise in den Krieg eintrat, sei es durch Arbeit oder auf Reisen, wurde von seinen Brüdern und Schwestern belästigt. Ich versuch's nicht zu kommentieren, machen wir weiter. Evoli und Seemops gaben ihr Bestes im Angriff. Seemops war offensichtlich in jeder Hinsicht motiviert, alles für diesen Kampf zu geben. Vielleicht mit dem, was Günther vor dem Kampf im Kopf erklärt hatte. Die Schlacht verlief jedoch nicht ganz nach Günthers Plan. Als Shinnok schließlich selbst kompromittiert wurde. Es ist mal wieder Zeit für Google. Kompromittieren. Was bedeutet das? Es ist ein Wort anscheinend und zwar, ja, Häufigkeit 1 von 5, das habe ich mir gedacht. Durch eine Äußerung oder ein Verhalten jemandes dem eigenen Ansehen schaden. Interessant. Interessant. Beschloss er zu wechseln. Sag Linux, gib nach, ich nehme es. Ich sah Gunther genau an und er schien sehr schnell zu verstehen. Du kannst nicht kämpfen, wenn du Bulbi aufhalten kannst, vergiss es. Ich beobachtete, ein wenig enttäuscht, wie es auf das Schlachtfeld stürzte. Da Shinnok nicht meinte, es würde es nicht sehen. Er schloss sich mir an, weit entfernt von dem Kampf, der vor uns lag. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles ist gut, ich könnte ewig so weitermachen. Ich weiß nicht mal, warum Gunther mich angerufen hat. Naja, das muss etwas mit mir zu tun haben. Ja, wäre komisch, wenn nicht. Er sah unsere Freunde wieder an. Sie sind es leid, alleine zu sein? Ich meine, du kannst ein bisschen mehr trainieren. Ich dachte an unsere Reise. Nur das gefiel mir. Er hatte recht. Ich hatte die ganze Zeit keinen richtigen Kampf. Ich habe mir erlaubt, vor dem Hintergrund von Hydropi zu agieren. Jedenfalls habe ich mich entschieden, es ehrlich so zu interpretieren. Denken Sie daran, wie viele Schlachten auf der Floink-Reise ausgetragen wurden. Nachdem ich diese Idee umgesetzt hatte, steckte ich ein wenig in das, was passierte. In diesem Moment klopften Yui und Seemops. Sie können das letzte wichtige Ding schlagen und uns in diesem Kampf gewinnen. In ähnlicher Weise reisten zwei Aeon-Brüder und Schwestern zur Erde und der rote Schlamm trat in die Erde ein. Shinnok und ich gingen mit unseren Freunden. Seemops sah lustig aus und war voller Adrenalin. Das ist großartig, wir haben sie komplett gezeigt. Eevee sah ebenfalls toll aus, während Günther sich auf die beiden Drachen um uns herum konzentrierte, die sich langsam kennenlernten.
Das sind Geschwister, die sollten sich nicht kennenlernen jetzt. Was zum Teufel getan? Latius, sah genau hin. Oh mein Gott, drittes Äon-Pokémon. Nee, warte, in meiner Lore gibt's ein drittes Äon-Pokémon. Fuck. Ich kann nicht genug über Latias sagen. Er betrachtete, wie ungewöhnlich wir in keiner Weise waren. Wie bei Hydropi liegt der Fokus weiterhin auf Günther. Träume ich? Sind sie Günther? Er hat ihnen beiden erklärt, was er bei Hydropi gesagt hat. Diesmal machte er es kurz und verlor versehentlich einige wichtige Fakten über die Vereinigten Staaten. Interessant, also Darkrai ist im Prinzip, der ist Amerikaner mit Leib und Seele. Der erzählt immer über Amerika, wenn er eine Chance dazu hat. Ich muss es wissen. Heil Obama oder so. Wo waren wir? Er gab alles über sich direkt bekannt, außer der Frage, wie er hier sein würde. Nach seiner Geschichte wanderte Latias Blick wieder zu unserem Team, aber dieses Mal hat sie unsere Aufmerksamkeit wirklich auf sich gezogen. Dann denke ich, dass ich richtig denke. Ist es deine Schuld, dass wir es wieder wissen? Vielen Dank. Ich bin übrigens Latias, wenn Günther es dir nicht schon lange gesagt hat. Ich bin Latius. Okay. Sorry, gibt doch kein neues Äon-Pokémon. Latios hat sich nur umbenannt, der mochte sein Vokal nicht. Ich bin glücklich, aber wer bist du? Günther ist nicht mehr so gut wie früher. Jetzt bin ich in einem entscheidenden Moment. Ich denke wirklich, es wäre besser, uns ein bisschen mehr über diese Kinder zu erzählen, als ein paar Stunden über deine Pläne. Nun, das ist nicht gleich wichtig. Würden Sie es bitte kurz ausdrücken? Günther, der über Latias letzte Aussage oft verärgert war, schlug etwas anderes vor. Heißt das, wir können warten, während wir alle da sind? Ansonsten müssen wir alles neu machen. Wir werden Lord Ecke noch finden. Können wir es wieder auf unsere Seite bringen? Das ist toll, aber was haben sie in unserer Zeit getan? Ich sehe nicht viel. Günther lachte viel, manchmal vorweg. Durch ihr Lieblingssystem. Viel Abdeckung, um allen zu helfen. Zwei unserer Entwicklungskollegen sahen es etwas verwirrend an. Dann werden wir gegen Lord Eke kämpfen, aber danach? Dann werden wir diese Welt retten. Falsche Stimme. Ich mach die Stimmen eigentlich sowieso nicht. Warum habe ich gerade ein bisschen Stimme gemacht? Es ist nicht das erste Mal, dass Ivys Enthusiasmus uns alle überrascht hat, aber wir sind uns alle einig. Also haben wir uns auf den Weg gemacht und sind so Lord... Was? Und sind so Lord Eckes Führer geworden. Ich habe gerade überlegt, inwiefern das jetzt mit den YouTube-Richtlinien passt. Aber ich überlege gerade. Das muss ich gerade ganz dringend googeln. Tut mir leid, das ist eine wichtige Angelegenheit, damit ich weiß, wie viel davon ich im Video drin lassen kann und wie viel vielleicht raus sollte. Ich guck auf YouTube. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Aber dumm 2. Aha, Walross Edition 3 aber dumm wird öfter gesucht als Teil 2. Ihr wolltet die Geschichte wohl tatsächlich. Warum zeigt ihr das dann nicht mit den Klicks und wir? Okay, es ist möglich, dass ihr einfach, dass manche einfach nicht so zugucken wollen wegen der Länge der Folgen diesmal. Wäre möglich. Was zum Fick, ich sehe gerade, was zum Fick waren meine Titel in Teil 2? Google Translate, ja, Darkrai war schon ein pädophiler Führer in Teil 2. Easy. Dann können wir das machen. Aber bevor wir eben beginnen, erklärte Günther ihm den Plan für einen weiteren Kampf. Wenn wir Lord Ecke treffen, das wird mein Kampf. Ich mag diesen Ausdruck nicht, zwei Sätze, nachdem das Wort Führer verwendet wurde. Oh mein Gott. Hier eskaliert es ein bisschen und ich sehe schon. Meine Mikrofoneinstellung ist heute nicht so ideal, aber gönnt euch. Aber ich muss auch sagen, kurzer Real Talk, ich schweife heute ein bisschen öfters ab, aber fuck it.
Das ist eins der schwächsten Kapitel der gesamten Varus-Editionsreihe für mich. Ich wollte eh irgendwann mal ein Top 10 meiner persönlichen Lieblingskapitel machen. Das hier wäre eher so Bottom 10, weil die Kämpfe in der Varus-Edition nicht gut waren. Da freue ich mich schon auf das übernächste richtige Hörspiel. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich da endlich die Formel gefunden habe, Kämpfe in einem Hörspiel zu einem Highlight zu machen, wie sie sein sollten. Weiter geht's. Sie stellen nicht zusammen. Also machen wir uns wieder auf den Weg. Dieses Mal nicht nur miteinander, sondern mit zwei neuen Freunden. Andere Fahrten sind ruhiger als zuvor. Es gibt keine Unfälle. Hydropie oder die beiden Brüder haben das Foto oder ähnliches nicht gesehen. Ansonsten sprach niemand. Zuerst fragte ich mich warum, aber bei jedem Schritt fühlte ich mich ähnlich wie vielleicht andere. Da die Landschaft dunkel war, war auf unserem Weg wenig übrig. Flair ist etwas Großes. Man spürt fast ein Machtgefühl. Als Gunther endlich sprach, wusste ich, warum das alles geschah. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Ich habe Lust. Entscheidung. Wir sind zu ihm gegangen. Außerdem möchte ich, dass unsere Reise zu Ende geht. Nach einer weiteren Reisezeit blieb Gunther abrupt stehen. Indem er sich umdrehte, bedeutete er uns zu bleiben. Ich ging oft einen weiten Weg zurück zu unserer Gruppe, konnte also nicht sehen, was los war. Aber als ich die Bude brennen sah, wusste ich, was los war. Und bevor Pokémon unsere Sammlung entdeckte, machte Gunther schon seinen ersten Angriff auf seinen besten Freund. Wir blieben alle stumm, als Gunther mit seinem Kampf beschäftigt war. Dagegen will sich niemand wehren. Ich wollte versuchen, mich auf etwas anderes zu konzentrieren, also habe ich ein bisschen von mir selbst entdeckt. Obwohl ich versuchte, mit anderen zu sprechen, es gab keine Geräusche, die leicht herauskamen. Die Aura, die mich umgibt, erschreckt meine Freunde nicht so sehr, dass sie nicht reden wollen. Sie können es nicht. Es kann also das Einzige sein, was ich nun tun kann, um einen Blick auf Gunther zu werfen. Trotzdem machte das Zuschauen keinen Spaß. Wie auch immer, ich habe im Hinterkopf behalten, dass Gunther und Lord Eke harte Pokémon waren. Aber diese Art von Kampf zeigte etwas anderes. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Vorteil, aber es stellte sich sofort heraus, dass Gunther die Hauptstütze in diesem Kampf war. Er schien den Kampf für sich selbst zu genießen. Sein Kollege tat sein Bestes, um die Dinge zu ändern und gab zu, dass Lord Eckes mit Doppel-K Angriff nutzlos schien. Trotz seiner Bemühungen setzte Günther alles daran, das Böse abzuwehren. Günther nutzte seine Wasserschlacht nicht den ganzen Kampf. Vielleicht, weil er dachte, es würde müde werden. Fun Fact, falls irgendwer das in der Valros Edition 3 nicht gerallt hat. Logischerweise setzt Günther in dem Kampf keine Wasserattacken ein, weil es freaking Darkrai ist und Darkrai kann tatsächlich keine Wasserattacken. Und damit es nicht zu auffällig ist, hat er nicht gerade Finsteraura oder Spukball oder so benutzt, sondern einfach nur Krallenhiebe. Stattdessen greift er das Fleisch an, oft mit seinen Nägeln. Der Kampf dauerte mehrere Minuten, bis plötzlich die Flammen immer erloschen waren. Schlamm ist bei ihm. Ich fühlte mich frei, es war, als könnte ich endlich aufatmen. Es war, als hielte etwas meinen Atem an. Was von beidem jetzt? Als nächstes hörte ich Gunthers Rede. Es ist anstrengend. Naja, jedenfalls kannst du noch eine Weile reden. Die Flamme braucht guten Sauerstoff zum Abheben, also es ist schwer für sie zu atmen und zu kommunizieren. Jetzt muss alles geändert werden. Es sei denn, du schweigst für meine Regierung. Okay, Darkrai macht Propaganda. Oh mein Gott, Darkrai ist Josef Goebbels? Zu was für Schlüssen kommen wir heute schon wieder? In dieser Zeit realisierte Lord Ecke etwas Neues. Oh mein Kopf, was? Kaum sah er Gunther vor sich stehen. Gunther, warum bist du hier? Ich habe auf eine Entscheidung gewartet und du auch. Latis, Latios, Hydropi. Wie kannst du hier bleiben? Zu Gunthers Zeit sehr vorsichtig. Du musst mir alles kurz erklären. Kurz berichtet beschreibt Gunther das Gleiche auch als einen Ort, um Gäste aus Latia und Latios zu empfangen. Na danke dann. Er wandte sich an mich und meine Freunde. Vielleicht waren sie die 5 Auserwählten von Gunther. Wer bist du wirklich?
Nun ist es Zeit für eine Einführung. Oder in Ordnung, wer sie sind und warum sie hier sind. Seemops begann zu färben. Ich bin ein Wasserwischer. Heute haben wir viele große Plot-Twists in der Walross-Edition, aber Dummlor. Hydropie ist in Wahrheit ein Scheibenwischer, Darkrai ist Josef Goebbels, der Propagandaminister des Nationalsozialismus. Latios hat seinen Namen geändert, weil er rassistisch gegenüber dem Vokal O ist. Was zum Fick rede ich? Ich komme aus der Arktis. Ich bin noch nicht gesehen hat. Ah nee, ich bin hier, weil... Er schien über seine Aussage nachzudenken. Nun, zum Teil, weil Gunther es noch nicht gesehen hat, aber... Auch wenn ich bei der letzten Wahl dabei war, bin ich immer noch hier, das freut mich sehr. Ich bin Chalast aus Schmuckstadt. Das ist Schatzstadt für dich und ich bin hier, weil ich keine Zeit verschwendet habe. Natürlich wie du, Lord Natural. Ich bin Ivy, ich komme aus Wald. Aber ich habe die meiste Zeit auf einer einsamen Insel. Bevor wir neue Leute kennengelernt haben, haben Shinux und ich beschlossen, uns vorzustellen. Ich bin Shinux, wie eine Stadt der Metalle. Ich bin hier wegen dem, was ich in der Vergangenheit getan habe. Ich habe im Vorfeld überlegt, wie ich mit der Situation umgehen soll. Obwohl er ein paar neugierig hinsah, war er mit dieser Aussage immer noch nicht einverstanden. Ich bin Balbi aus Schmuckstadt. Ich bin hier, weil ich das Gefühl habe, eine besondere Aura zu haben. Ich habe hier mein Team rund um Shinux versammelt. Außerdem plant Günther meinen Kopf für Teams aus unserer Welt. Frag nicht warum, ich frag aber warum. Warum? Jetzt haben sich unsere neuen Kollegen vorgestellt und ein paar Worte erklärt. Wie ich so oder so erwartet hatte, wird Evoli mit etwas Wichtigem konfrontiert. Trotzdem wurde es ausdrücklich begrüßt. Es zeigte andere Dinge durch seine Macht und erklärte die Probleme, mit denen er in der Vergangenheit konfrontiert war. Immerhin hat Gunther, der in unserer Show geblieben war, das Thema wieder gebrochen. Nun, heute kennt ihr euch alle irgendwie. Ich möchte mit ihnen über meinen Kriegsplan sprechen, oh mein Gott, Digga. In diesem Kapitel spricht alles dafür, dass Darkrai Goebbels ist. Für unseren letzten Kampf. Ich hoffe, sie sind bereit. Also, wo fangen wir an? Naja, Ivy, du kannst nicht kämpfen. Was? Als ob du nicht... Shinux und Bulbi. Das gefällt mir nicht besonders. Ich habe lange erwartet, dass er sie beide vor dem zweiten Mal mit Lord Eke vorstellt, damit wir ihnen auf missbräuchliche Weise helfen können, wo sie beide spielen. Toller Teil. Ihr zwei passt auf mich auf. Du bist unser wichtigster Kämpfer in diesem Kampf. Dahinter als erfahrene Soldaten. Sie sind die beiden wichtigsten Kämpfer. Punkt. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich akzeptiere nicht, wieder zu sprechen. Du wirst es herausfinden. Ach du meine Fresse, wenn hier schon im ersten Kapitel heute Goebbels abgeht. Und beim nächsten Mal gleich, beziehungsweise für euch, Determination Battle. So, vielleicht ist es eine scheiß Idee, aber ich will es zumindest jetzt mal versuchen. Man hört es vielleicht raus, ich war jetzt schon, habt ihr vielleicht im Community Post gelesen, eigentlich die ganze Woche erkältet. Ich gehe das Risiko. Jetzt, aber mal ein. Entweder kriege ich das jetzt aufgenommen oder es... Sekunde. Die Audio war wieder nicht super. Also entweder kriege ich das jetzt aufgenommen und die Folge kommt recht pünktlich oder ich muss das hier löschen und ihr seht die Folge verspätet, weil wenn ich es heute nicht aufgenommen kriege, dann kann ich die Folge nicht mehr pünktlich machen. Punkt. Kapitel 16. Der Kampf gegen den Richter der Welt. Entscheidung. Ich höre nicht auf andere Welttreffen. Mein Gedanke ist nur einer. Ich werde vor dem Krieg kämpfen, der Macht zu widerstehen, die die Welt zerstören kann. Meine größte Sorge ist meine alte Angst. Irgendwie ist die Audio gerade komisch, aber wundert mich wenig bei meiner Stimme. Der gefährlichste Ort. Das Schicksal wählt denjenigen aus, der untergehen will. Mit der Zeit schien alles in Erwägung zu ziehen und Gunther stand auf.
Nun, ich habe lange gewartet. Funktionieren die alle? Können wir in den Krieg ziehen? Ich möchte Nein sagen, aber ich weiß, es wird sich nicht ändern. Ich konnte für den Krieg, der mir bevorstand, nicht bleiben, egal wie lange ich wartete. Also gingen wir zum letzten. Zum letzten Mal während dieser Reise gingen wir als Gruppe. In der Entwicklung des Feindes. Ich muss während meiner Reise ein schreckliches Gefühl gehabt haben, denn Ivy sprach mich bald darauf an. Du machst dir Sorgen, nicht wahr? Als Antwort bedeckte ich meinen Kopf. Das solltest du nicht. Ich verspreche dir, ich werde mein Bestes tun, um zu bleiben. Und ich bin nicht der Einzige, der sein Versprechen bricht. Das macht wenig Mut, würde ich jetzt denken. In diesem Leben. Gunther selbst war auch dabei. Auch wenn du noch nicht der wertvollste Freund unserer gemeinsamen Zeit geworden bist, wird es dir auch helfen, da bin ich mir sicher. Ich wollte etwas dazu sagen, als Gunther uns wieder aufhielt. Wir waren auch dabei. Ich fühle mich einfach so stark. Nur Bestimmung, noch wenige Minuten. Bist du in deinen Händen? Er erwartete offensichtlich sehr positive Antworten, denn er schien besorgt über meine Reaktion zu sein. Nein. Verzeih mir? Möchten Sie jetzt ein Beispiel hinterlassen? Wir freuen uns jetzt schon sehr darauf. Ich werde kämpfen, keine Sorge, aber kann ich bitte vorher mit meinen Freunden sprechen? Irgendjemand in meiner Welt. Sie war ein wenig verärgert, aber sie hat zugestimmt. Er und ein paar seiner ehemaligen Teamkollegen konnten ein paar Meter laufen, während meine besten Freunde noch da waren. Eine Weile sagte niemand viel. Die Zeit kann langsam kommen, so... nicht wahr? Wieder Stille. Ich dachte noch einmal über alles nach, was ich sagen wollte, und hielt dann die Klappe. Es klingt nach einer guten Idee. Okay, ich sagte ja, ich möchte noch einmal mit dir reden. Wir haben jetzt viel hinter uns, okay? Die meisten davon sind für mich und Shinux, und ich möchte ihnen noch einmal danken. Egal was passiert, diese Reise macht so viel Spaß. Wenn sie daran denken, was ich in meinem früheren Leben durchgemacht habe. Diese Reise war ziemlich ähnlich. Das ist nicht positiv. Wir haben alle viel durchgemacht und ich weiß nicht, wie du aussiehst. Diese Reise, was immer es war, hat mich mitgenommen und verändert. Egal wie sie endet, ich werde dir für immer danken. Wieder Stille. Aber sollten wir nicht eigentlich wirklich dankbar sein? Sie haben beide ein ruhiges Leben verlassen, nur um dieser Reise willen. Es hat uns also geholfen. Was ich sagen will ist, wir drei haben nicht viel Zeit gespart, oder? Zu meiner Überraschung wechselte Chelas das Thema. Sag mir die Wahrheit, Bulbi. Du willst uns mehr über das Ausschließen deiner Gedanken erzählen, nicht wahr? Vielleicht verrät meine Zukunft alles. Ich denke schon, es scheint nicht glatt zu gehen, um dir echtes Vertrauen zu geben. Jedenfalls ist es dasselbe, wenn wir nicht wissen, was passieren wird. Dann können wir zurück. Plötzlich tut es mir leid. Ich weiß warum. Also habe ich die Gelegenheit genutzt, meine Gedanken zum ersten Mal mit meinen Freunden zu teilen. Willst du nach Hause? Willst du? Das klingt so passiv-aggressiv. Ich habe lange darüber nachgedacht. Also, was denkst du darüber? Jetzt, was auch immer mit mir nach dem Krieg passiert. Du möchtest vielleicht der Gilde beitreten? Zweifellos werden sie dich dort gerne willkommen heißen und deinem Alltag entfliehen können. Andere schienen noch etwas zu warten. Werden wir dort wirklich alle willkommen sein? Ähnlich habe ich mein Problem. Das wird kein Problem sein. Sie werden versuchen, ihnen zu helfen, wie wir es tun. Chelast, sie würden dich gerne wiedersehen, obwohl es zu deiner Zeit nichts über Seemobs zu sagen gibt. Okay, ich werde da sein. Alles ist besser, als in die kalte Wüste zurückzukehren. Ich auch, natürlich hatte ich nichts zu tun. Der Wald war da, wo die roten Ornamente nicht mehr in Gefahr waren und ich würde gerne meine alten Freunde wiedersehen. Glaubst du zum Beispiel, ich bleibe? Ich bin so glücklich, wenn ich nicht mehr ich selbst sein kann. Was? Es... Selbsthass, Leute! Mich wundert's... Ich muss sagen, ich bin gerade leicht verwirrt, dass ich das Geräusch gerade so locker hinbekommen habe. Machen wir weiter.
Also, es war entschieden. Irgendwann vergaß ich alle meine Sorgen und hatte eine gute Zeit ohne Probleme. Na dann war es entschieden. Wir bewegen uns jetzt vorwärts, drehen diese Welt auf und dann kommen sie alle in einer Gilde zusammen. All meine neuen Freunde freuen sich für mich. Es ist nur Shinux nicht. Er sieht aus wie Depression. Ich glaube, er denkt vielleicht nach, denn heutzutage verspreche ich ihnen allen eine bessere Zukunft. Bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf einlasse und die Idee machte mir Angst. Aus Angst, dass ich in einer solchen Situation entmutigt gewesen wäre, bevor ich mich auf diese Reise begab. Aber meine Freunde haben mich ermutigt. Und mit dieser neuen Kraft ging es los. Unsere letzte schreckliche Schlacht, die uns auf dieser Reise noch bevorsteht. Weiter ging es mit Günther an der Spitze unseres Teams. Im Gegensatz zum anderen standen Shinux und ich diesmal sicher dahinter, nicht hinter dem Team. Wir wollen nicht mit der Planung eines sinnlosen Prozesses zögern. Günther blieb nur 2 Minuten später stehen. Wie eine Kreatur, die 100 Meter vor uns liegt. Er sieht aus wie Günther, nur er ist ein kleiner Idiot. Ja, das ist die bedrohliche Determination einer der potenziell stärksten Charaktere der Reihe. Vielleicht sogar drittstärkster Charakter der Reihe, wobei sie halt viel ihrer Kraft verloren hat nach dieser Geschichte. So. Wo waren wir? Bedrohlich, destruktiv. Ja, du bist wirklich zurück. Offenbar sprach die Kreatur mit Günther. Ja, ich bin's. Genau wie ich dir geraten habe. Du sollst mich nicht zu schnell laufen lassen. Jedenfalls ist es das. Jedenfalls ist es jetzt zu spät, um diese Fehler zu beheben. Ich glaube nicht, dass du so schnell müde wirst, oder? Ah, andere Geräusche entgingen nur der Entscheidung. Alles, worüber sie lachen können. Warum sollte ich? Du weißt nur, dass ich dich alle in einem Kampf töten kann. Du bist zu dumm, zu kommen. Aber nicht im November. Okay, warte. Nee, hä? Egal, Aber er sagte, wir sollten uns keine Sorgen machen. Er hat nur die Hand gehoben. Hand genäht, ist Dark Star. Sobald die Wellen ihn treffen, treffen sie auf eine unsichtbare Barriere. Was? Kämpfe als Pokémon und wenn sie keiner sind, werden sie auch keiner sein. Das stimmt durchaus. Die Entscheidung hat Günthers Körper vor uns schweben lassen. Ich bin ein Pokémon. Ich bin ein Gott. Ich bin ein Pokémon. Ich bin Gott. Ich bin Richter. Ich habe diesen Körper entworfen. Ich unterstütze dieses Pokémon. Ich bin dieses Pokémon. Ich muss sagen, das Original ist meiner Meinung nach vielleicht einer der besten Monologe von einem Antagonisten der Walross-Edition. Not gonna lie. Viele haben sehr viel mehr Plot, aber der ist einfach different. Build different, genau wie ich. So. Aber ich bin stärker als du. Wenn sie wirklich glauben, dass sie mich diesmal verprügeln können, weil sie Kinder an ihrer Seite haben, dann liegen sie falsch. Mit diesen Worten schlägt der Richter der Welt zu. Sobald der Krieg ausbrach, nahmen alle Günthers vorgesehene Position ein. Der erste Feuerschild, um die Angriffe des Feindes zu unterdrücken, gibt es schon lange. Während unseres Krieges wurde mir einerseits klar, warum Günther uns vorangebracht hat, und andererseits mit Entschlossenheit. Es ist Fleisch geworden. Also, mein elektrischer Angriff auf Holz und Linux ist auch sehr mächtig. Und das ist nicht übertrieben. Sie sind ein wenig wertlos. Sie beißen beide sehr gut in den Nagel. Ich verstehe wieder nichts. Alle Angriffe, die Entscheidung ohne Angst vor uns zu antworten, ist der Angriff einer Gruppe gewöhnlicher Carnimans. Genauso schwer. Günther selbst profitiert von einem Angriff, der sich von dem gewöhnlichen Pokémon unterscheidet. Seine Technologie ist stärker als ich dachte. Sein Angriff scheint unwahrscheinlich, aber es funktioniert meistens im Schatten. Ich frage mich, ob dies die wahre Macht des dunklen Sterns ist. Shinux und ich haben auch alles gespendet, was wir hatten.
Trotz all meiner Befürchtung war unsere obige Arbeit deutlich weniger riskant, als ich erwartet hatte. Günther wurde ständig von Feinden angegriffen. Die Entschlossenheit ist, dass er, wenn er besiegt wird, zu seinen Wellen zurückkehren kann. Oder wir wollen es nicht mehr, weil wir so schwach wären. Ivy arbeitete ein wenig gegen Gunthers Plan, da er viel Zeit auf seinem Schild und anderer Unterstützung hatte, die immer noch funktionierten. Das nutzte er bei sich aus und provozierte er. Er und alle anderen gingen bis zum Äußersten. Die wenigen Fehler, die Decision gegen mich und Shinux gemacht hat, schienen nicht so stark zu sein. Ich hatte das Gefühl, er wollte uns sagen, dass er sagte, lass mich in Ruhe, du magst mich nicht. Aber es ist uns egal, ob die Entscheidung gefallen ist. Und was für meine Meinung spricht, ist unsere perfekte Reise, die wir durchgemacht haben. Bis wir auf diese Welt kamen, gefiel Entschlossenheit nicht, was wir taten. Er hat Grundon nur von uns erzählt. Der Kampf dauerte eine Weile. Evoli heilte Verletzungen, die uns auf diese Weise zugefügt wurden, und Gunther gab nicht auf. Plötzlich ging die Entscheidung weiter, nur für Sekunden. Er stand auf. Ihre rote Lichtquelle scheint für eine Weile aus dem Blickfeld zu verschwinden. Ja, der Monolog, der sehr storywichtig ist. Die Leute, die das Finale kennen, wissen, worum es geht. Dieser Krieg hat nicht aufgehört, aber er wurde zu einem kleinen Teil gewonnen. Bleiben Sie auf dem Weg und stellen Sie sich Ihren Feinden. Stoppen Sie den Gott der Dunkelheit. Stoppen Sie dann den Owner Space rechtzeitig. Winning D. Mein D ist auch winning. Plötzlich war es still. Die Stimme, die wir hören, war nicht die der Entscheidung, sondern er ist es, der zu uns allen spricht. Was ist los? Ich habe zu wenig Leistung? Unmöglich. Ich werde den Test nicht verpassen. Lord Eke schien überrascht zu sein. Die Stimme jetzt klingt wie deine, Gunther. Es schwebt immer noch die ganze Zeit vor uns und sieht verrückt aus. Dann lachte er wieder, ohne zu atmen. Hey, du kennst es nicht aus der Ferne? Ich hätte es mir erspart. Was wissen wir nicht? Was denkst du? Wieder lachen. Dummköpfe. Arme, unerwartete Bastarde. Haben sie nicht gesehen, dass sie die ganze Zeit belogen wurden? Ich sah Günther an, sie sah geschockt aus. Vor Wut. Was passiert plötzlich mit dir? Du willst es deinen besten Freunden nicht vorher erzählen? Bleib ruhig. Die Entscheidung war still. Wir wissen beide, warum ich es tue, wie ich es tue. Ozuola M. Das steht da. Ich hoffe jedenfalls, ohne dieses Opfer aus dem Krieg herauszukommen, wenn sie darauf bestehen. Ihre Regierung ist hier. Als Gunther das Wort verletzt aussprach, trat ich zurück, weil ich wirklich befürchtete, es wäre meine Schuld. Aber es sei schlecht. Sein Opfer ist sehr gering. Oder vielleicht größer. Bevor Decision reagieren konnte, nahm Gunther den dunklen Stern aus seiner Hand. Dunkelheit, dies ist mein letzter Befehl. Nimm die Macht, die du mir gegeben hast. Nimm deine Gewalt wieder auf. Bevor irgendjemand etwas tun konnte, schwebten Sterne in der Luft. Er kopierte viele Bilder von Gunthers Leiche und sammelte sie. Ich habe herausgefunden, was mit Gunther passiert ist. Der Stern, der seine ganze Kraft besitzt, ist zerfallen und hat sich wie eine Klinge im Inneren der Resolution vermessen. Ach du meine Fresse, Resolution, Digga. Es ist eine Weile still. Gunthers Aussehen veränderte sich, als Kanimani mit C halt blutend vor uns kniete. Sie wirklich erfolgreich? Es war mir peinlich, aber wenn ich diese Welt nicht haben kann, dann sollte sie niemand haben. Bei meiner letzten Macht. Meister. Schöpfer. Also falls irgendwer das gerade nicht versteht, die Determination ruft ja jetzt Floinka bei und bezeichnet ihn als Schöpfer. Halt, weil die Determination ja durch den Hass von Floink in Geschichte 2 entstanden ist. Manchmal, wenn ich meine Lore erkläre, fühle ich mich, als wäre ich gerade bei Kingdom Hearts, wo alle Leute immer sagen, was zum Fick ist diese Lore. Machen wir weiter. Werde dich dort lassen. Mit diesen Worten ist die Entschlossenheit zum Scheitern verurteilt.
mit Gunther, der seinen eigenen Körper hat. Der Fokus unseres Teams hat sich in diesen Tagen verändert. Jetzt steht Gunther. Es gibt jetzt einen Schatten. Die Schatten haben blaue und glänzende Augen. Lord Eke war wütend. Was zum Teufel? Darkrai, was bedeutet das alles? Wie gesagt, ich erinnerte mich. Gunthers Auftritt bei unserem ersten Treffen, seine Ignoranz im Allgemeinen. Dieses Treffen mit den Wachen. Er musste ihnen offenbart haben, was er wirklich war. Unbemerkt von mir, die Art und Weise, wie nur die beiden verstanden. Gunther überlebte von Anfang an. Derjenige, der alles geplant hatte, der alles wusste, was er wollte. Es war Darkrai, der Schattenkönig. Jetzt sind einige auf unserer Ebene wütend. Du hast uns die ganze Zeit angelogen? Was ist es? Jetzt ist alles still. Was willst du von mir? Beschwere dich, dass ich deine Welt gerettet habe. Wirst du mir zum Beispiel vertrauen, wenn ich dich als mich selbst treffe? Sofort alle halt die Klappe. Er weiß, was er gesagt hat. Von uns werden Darkrai vertrauen. Aber irgendwie hat er diese Welt gerettet. Nur Lord Eke ist immer noch glücklich. Das bezweifle ich. Was ist mit Gunther? Echt? Nur aus Platz und Zeit hinter mir. Du meinst, er ist weg? Du hast ihn getötet. Entscheidung erklärt alles. Sie ist ein Teil davon geworden. Sein Leben heißt eine Entscheidung der Entschlossenheit. Dieses Opfer muss geopfert werden. Ich mag die Bezeichnung. Das Opfer muss geopfert werden. Ich weiß jetzt schon, Digga, das wird was, das ich jetzt auf dem Schulhof immer sagen werde, wenn wir über irgendeine dumme Scheiße reden. Es bedeutet, wo die Entscheidung gefallen ist. Leute? Ich wurde ignoriert. Du lügst. Held, du hast die Welt nur durch Egoismus allein gerettet. Nein, ihr werdet jetzt nicht alle hier sein. Nein. Menschen. Sie schwiegen und schauten. Endlich sahen sie, was ich schon lange gesehen hatte. Flink. Dunkler Flink. Ja, als nächstes kommt dann das Kapitel, das mich schon mal brainfuckt hat, weil es aus irgendeinem Grund als 13 betitelt ist. Aber hey, ich hab's geschafft, dieses Kapitel vorzulesen. Mach jetzt aber Schluss, Like und Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö mit Ö.